Wir zahlen diesen Preis durch höhere Energiepreise, durch eine höhere Inflation und ein abgebremstes Wachstum. Das bedeutet im Klartext, dass Deutschland gemessen an den Prognosen von vor 3 oder 4 Monaten natürlich buchstäblich ärmer wird. Die Kosten müssen aufgebracht werden. Wir sind vor ein paar Monaten davon ausgegangen, dass wir eine erholte Wirtschaft in diesem Jahr erleben werden mit einem großen Wachstumsschritt, den wir mit 3,6% beziffert haben. Heute senken wir die Prognose um 1,4% auf 2,2. Diese 2,2% Wachstum sind ohne Energieembargo oder Blockade in der Gaslieferung prognostiziert. Wenn diese dazu käme, hätten wir eine Rezession in Deutschland. Heute kann ich noch sagen, dass die Abhängigkeit von Gas, die ja vor dem Krieg bei 55% von russischen Importen lag und vor ein paar Wochen dann auf 40 runtergegangen ist, heute 35% beträgt. Das heißt, auch da sind nächste Schritte erfolgreich gewesen. Und wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Gaslieferungen über LNG-Terminals zu gewährleisten.